Es hat aber nichts geholfen, bis ich dann zu meinem Bruder ins Bett gegangen bin. Ich kann nicht bei dir schlafen. Das hat sich gehalten. Das heißt, du schläfst manchmal zu Hause auch noch mit der Bibel auf dem Bett. So schlimm ist es nicht. Aber ich kann auf jeden Fall all diese Filme, wo ich merke, oh, da kommt jetzt irgend so was Komisches, Übersinnliches, das muss ich sofort ausschalten. Das heißt, deine Kinder dürfen dann sowas wahrscheinlich auch nicht gucken? Nein, lieber nicht. Ich weiß, dass ich dann immer mit meinem Bruder, da war mein kleiner Bruder noch nicht geboren, mit meinem mittleren Bruder, abends, wenn meine Eltern samstagabends ausgegangen sind, durften wir immer die Fernsehshow im Ersten gucken. Und irgendwie dann, danach mussten wir ins Bett. Das haben wir nicht immer eingehalten, aber damit haben wir dann diese ganzen großen Unterhaltungsshows natürlich angeguckt. Wahrscheinlich. Und ich weiß noch, dass es früher Mittagspause gab. Wir haben mal gesagt, eine gute Panoramasendung braucht eine These und braucht einen Feind. Wie meinst du das? Du lachst ja gerne, was in dieser Sendung schon so ein ganz klein bisschen durchkam. Musst du dich manchmal sehr zusammenreißen? Du komm bitte mal mit rüber. Denn es ist uns auch zugetragen worden, dass du Bierkrüge stemmen kannst. Oh, das ist so schön, habt ihr das gemacht. Ja, haben wir alles hier. Wurde von Soll ich unserer uns mal Requisite. Ja, bitte. Ich dachte, ich setze mich mal hin. Ich bin der Gast.